Wie zeichne ich ein Rechteckmodell, wenn zwei Brüche mit unterschiedlichem Nenner addiert werden sollen? Dazu schauen wir uns 3/4 plus 1/5 genauer an. Wir markieren die beiden Nenner und suchen einen gemeinsamen Nenner von diesen beiden Brüchen. Den linken Bruch erweitern wir mit dem rechten Nenner mit der 5. Den rechten Bruch erweitern wir mit dem linken Nenner mit der 4. Und damit finden wir den gemeinsamen Nenner. Wir erweitern zuerst den linken Bruch. 5 mal den Zähler 3 ergibt 15, 5 mal 4 im Nenner ergibt 20. Die 1/5 erweitern wir mit der 4. 4 mal 1 ergibt 4, 4 mal 5 ergibt 20. Das Rechteck sollte 4 mal 5 Kästchen beinhalten. Das heißt, eine Seite sollte aus 4 Kästchen, die andere Seite aus 5 Kästchen bestehen. Das hat was mit dem gemeinsamen Nenner zu tun. Wir unterteilen nun dieses Rechteck in 4 gleiche Teile und markieren 3 von diesen Teilen in einer beliebigen Farbe. Das rechte Rechteck unterteilen wir in 5 gleiche Teile und markieren ein Teil in einer anderen Farbe. Nun haben wir 3/4 und 1/5 in den beiden Rechtecken dargestellt und können es im Ergebnisrechteck zusammenfügen. Das Ergebnisrechteck unterteilen wir erstmal in 20 gleich große Teile und übertragen entsprechend der Farbe die 3/4 zuerst und dann die 1/5 in Blau. Die 1/5 bestehen aus 4 Kästchen, die müssen wir einmal kippen, um die entsprechend in unserem Ergebnisrechteck einzutragen. Wir haben jetzt 19 von 20 gleichen Teilen markiert, also stimmt das mit der Rechnung überein. Zähler addieren, 15 plus 4, Nenner bleibt gleich. Die 19/20 tragen wir oben im Ergebnis ein, damit das Bild schön ist. Und ich hoffe, dass mit diesem Lernvideo für dich nun klar ist, wie du ein Rechteckmodell zu einer bestimmten Additionsaufgabe von zwei Brüchen mit unterschiedlichem Nenner zeichnen und darstellen kannst. Viel Erfolg auch bei den anderen Aufgaben.